Im Zentrum der Stadt Heinsberg befindet sich noch im Jahre 1981 eine der ältesten Textilfabriken am Ort, die mechanische Jute- und Segeltuchweberei Blanke. Sie repräsentiert als eine der letzten Firmen das ehemals bedeutende Textilgewerbe des Niederrheins, insbesondere die Leinenproduktion. Die Firma Blanke steht kurz vor der Schließung ihres Werks. Die hier vorhandene Technologie ist Beispiel für eine vergangene Phase der Industrialisierung. Es ist daher ein Glücksfall, dass 1981 noch Produktionsabläufe dokumentiert werden können, wie sie für die rheinische Textilindustrie bis zum Zweiten Weltkrieg charakteristisch waren. Die Segeltuchweberei geht auf das Heinsberger Handelshaus Peter Walter Blanke zurück. Die Firma Blanke gründete 1861 in der Marienstraße diese Fabrik, nachdem ein Vorgängerbetrieb abgebrannt war. Der Bau weist noch heute die typische Backsteinarchitektur aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Es gibt um 1981 nur noch wenige Betriebe wie die Firma Blanke, die noch eine Dampfmaschine unterhalten. Im Fabrikhof befindet sich ein Lager für die Kohle und für die Kesselasche. Zur Erzeugung der notwendigen Betriebsenergie werden monatlich 30 Tonnen Kohle benötigt. Gerhard Bürgers, gelernter Huf- und Wagenschmied, ist für die Beheizung der Kessel und für die Wartung der Dampfmaschine zuständig. Seine tägliche Arbeitszeit fängt bereits vor dem eigentlichen Schichtbeginn in der Fabrik an, da er die Dampfkessel auf die notwendige Betriebstemperatur anheizen muss. Die Firma Piet Böf war eine der ersten Firmen auf dem Kontinent, die Dampfkessel baute. Im Kesselhaus befindet sich neben dem neueren Kessel noch der alte doppelte Flammrohrkessel der Firma Piet Böf aus dem Jahre 1885. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Dampfkraft zur bedeutendsten Antriebsenergie für die Industrie. Der Bau funktionstüchtiger Kessel gehörte untrennbar zur Entwicklung der Dampfmaschine. Jetzt wird nur noch der neuere Kessel beheizt. Nebenan befindet sich das Maschinenhaus. Der im Kessel erzeugte Wasserdampf wird mit Hilfe der Dampfmaschine in Bewegungsenergie umgewandelt. Die Dampfmaschine ist das Herzstück der Firma. Sie dient nicht nur dem Antrieb der Webereimaschinen, sondern liefert auch die Heizenergie für die Fabrikräume und über einen Generator elektrischen Strom. Sie muss daher sorgfältig gewartet werden. Als gelernter Schmied ist Gerhard Bürgers nicht nur für die Kraftanlage zuständig. In der firmeneigenen Schmiede stellt er kleinere Ersatzteile für die Maschinen her oder führt Reparaturarbeiten aus. Neben einer Schmiede unterhielten frühere Textilfabriken häufig auch eine Schreinerei. In diesen Werkstätten wurden in der Frühzeit der Industrialisierung sogar neue Maschinen nach den Vorstellungen der Fabrikbetreiber konstruiert und weiterentwickelt. Über Transmissionsriemen wird das Gebläse für die Esse sowie andere Werkmaschinen der Schmiede angetrieben. Thank you.
Doch zurück zum Maschinenhaus. Seit die Zylinderdampfmaschine Mitte des 18. Jahrhunderts von dem Engländer Watt entwickelt wurde, trat sie ihren Siegeszug in der Industrie, bei der Schifffahrt und Eisenbahn an. Sie nutzt das Ausdehnungsvermögen heißen Wasserdampfs. Im Dampfzylinder wird die Druckenergie auf die Kolbenstange übertragen. Diese treibt über eine Kurbel ein großes Schwungrad an. Die wichtigsten Lager und Gelenke besitzen eine Zentralschmierung über Tropföler. Diese Dampfmaschine ist eine Horizontalmaschine mit Bajonettrahmen der in Reit ansässigen Firma Erecke aus dem Jahre 1901. Der Fliehkraftregler steuert den Frischdampf, der aus dem Kessel in den Zylinder geleitet wird. Typisch für Maschinen ab 900 Hub ist die lange hintere Kolbenstangenführung. Auch sie besitzt einen Tropföler. Auf die Ausgestaltung von Maschinenhäusern legten Fabrikbetreiber großen Wert. Dieses hier besitzt einen schmuckvollen Fliesenboden und eine aufwendige Dachbalkenkonstruktion. Dadurch wird der Charakter der Energiezentrale als Herz der Fabrik auch architektonisch hervorgehoben. Es ist Mittagspause. Gerhard Bürgers dreht die Dampfzufuhr ab, um die Maschine zum Stillstand zu bringen. Das große Schwungrad kommt erst allmählich zum Stehen und mit ihm gleichzeitig alle über Transmission angetriebenen Webereimaschinen. Einmal im Jahr, bei der sogenannten Revision, muss die gesamte Kraftanlage außer Betrieb gesetzt werden. Der zuständige Überwachungsverein baut die Maschinerie auseinander, um sie auf eventuelle Materialschäden zu überprüfen. Da Kessel und Dampfmaschine ständig hohem Druck ausgesetzt sind, müssen sie einwandfrei gewartet werden, um gefährlichen Explosionen vorzubeugen. Zu den täglichen Aufgaben des Maschinisten gehört es, die Dampfmaschine mit Schmiermitteln zu versorgen. Der Verbrauch dieser Anlage liegt bei 3/4 Liter Maschinenöl und 1/4 Liter Zylinderöl täglich. Anton Klauvers, früher von Beruf Kraftfahrer, hilft in der Energiezentrale mit aus. Die Wartung der Maschine schließt auch das häufige Putzen der Messingteile mit ein. Ursprünglich war die Reinigung des Fliesenbodens ebenfalls Aufgabe eines Maschinisten. Nach der Mittagspause stellt Gerhard Bürgers das Schwungrad mit einer Pleuelstange über einen Zahnkranz auf Vortrieb. Der Maschinist kann jetzt das Ventil für die Frischdampfzufuhr öffnen und so die Kraftanlage wieder in Bewegung setzen. Dabei dreht er das Ventil zunächst nur wenig auf, da die Maschine erst allmählich ihre volle Leistung entwickelt.
Im Maschinenraum befindet sich auch die Stromanlage der Fabrik. Der Generator wird über Transmission angetrieben. Das große Schwungrad der Dampfmaschine setzt über Hanfseile eine Vielzahl kleinerer Räder und damit Metallachsen in Bewegung. Um 1800, in der Frühzeit der Industrialisierung, als die meisten Fabriken ihre Energie über ein Wasserrad erhielten, bestand das Transmissionssystem überwiegend aus Holz. Mit dem Einzug der Dampfmaschine, die eine größere Energie liefern konnte, verwendete man zunehmend Eisenachsen und Metallräder. Die Transmission ist unter der Decke der Weberei, der großen Schethalle der Firma Blanke, untergebracht. Dort verlaufen auch die Heizungsrohre, durch die der entspannte Dampf aus der Dampfmaschine hindurchgeleitet wird. Über Riemenscheiben erhalten die in Reihen aufgestellten Webstühle ihren Antrieb. Folgen wir nun dem Produktionsablauf in der Weberei. Die Firma Blanke verarbeitet als eine der letzten Webereien im Rheinland Leinen- und Jutegarn zu Sackstoffen, Segeltuch und grober Leinwand. Das Garn bezieht sie aus Belgien, Frankreich und Irland. Erster Arbeitsablauf ist das Scheren der Kette, das heißt des Garns, das später auf den Webstuhl aufgezogen wird. Hier entsteht eine Kette von 2540 Fäden. 212 große Leinenspulen sind im Scherrahmen aufgesteckt. Der Faden jeder Spule besitzt eine separate Führung. Fadenrisse werden so sofort erkannt und auch das Verwirren des Garns vermieden. Das von den Spulen abgezogene Garn wickelt sich als Fadenschar auf die große, sich drehende Schertrommel auf. An der Schermaschine arbeitet Hildegard Königs. Sie fertigt alle für die Weberei notwendigen Ketten. Die Maschine hält automatisch an, wenn ein Strang die notwendige Kettenlänge erreicht hat. Die Schererin schneidet das überschüssige Garn ab und zieht die weißen Randfäden für den neuen Strang nach vorne. Sie bilden sogleich auch den Kettenrand. Frau Königs knotet das Garn an das letzte Strangende an. Jetzt muss sie eine Kordel in das Fadenkreuz des neuen Strangs einlegen. Die Kettfäden werden dabei so aufgeteilt, dass jeder zweite, vierte, sechste Faden und so weiter nach oben, die andere Hälfte des Garns, nach unten zu liegen kommt. Dazu führt die Schererin am großen Geläseried einen Holzstab in die Kette ein und teilt sie in zwei Hälften. Auf dem Webstuhl wird später je eine Garnhälfte durch einen der beiden Schäfte geführt. Das 1,15 Meter breite Geläseried der Schermaschine dient zur Fadenkreuzbildung und zur gleichmäßigen Fadenführung. Hildegard Königs kann nun das Strangende abschneiden und zusammenknoten.
Auf der Schertrommel sind jetzt 11 Stränge zu je 212 Fäden von gleicher Länge aufgewickelt. Um die notwendige Kettbreite von 1,55 Meter zu erreichen, muss ein letzter, 12. Strang zu 208 Fäden geschert werden. Das fertig gewebte Tuch wird später eine Breite von 1,40 Meter haben. Die Schererin ersetzt die Kordel des Fadenkreuzes durch zwei Fadenbänder, die in die gesamte Kette eingelegt sind. Jetzt kann sie die Schertrommel in Bewegung setzen, um die gewünschte Garnlänge aufzuwickeln. Deutlich erkennt man das V-förmige Winkelried, das die Fadenschar bündelt und die Fadendichte bestimmt. Im Textilsektor ist der Anteil von Frauen an der Arbeiterschaft im Vergleich zu anderen Branchen relativ hoch. Sie haben häufig laute und staubige Arbeitsplätze. Das Lohnniveau ist niedrig. Die Zukunft gehört jedoch nur Firmen mit modernster Technik, die dem Konkurrenzdruck der sogenannten Billiglohnländer standhalten können. Ein Faden ist gerissen. Die Schermaschine bleibt automatisch stehen. Hildegard Königs muss das Garn wieder anbinden. Der letzte Strang hat die notwendige Länge erreicht. Die Schererin schneidet wieder das Garnende ab und knotet es zusammen. Auf der Schertrommel liegen nun 2540 Fäden von gleicher Länge. Die Kette muss jetzt auf den Kettbaum, den man später in einen Webstuhl einsetzt, aufgewickelt werden. Dabei hilft der Meister. Zunächst schneidet er die Garnreste der letzten Kette vom Spanntuch ab. Das Spanntuch besitzt eine Reihe von Einschnitten, durch die die Kettstränge geknotet werden können. Die Schererin legt die Garnstränge, auch Kettgänge genannt, zurecht und knotet sie auf. Frau Königs, ursprünglich von Beruf Verkäuferin, war 17 Jahre als Spulerin in einer Seidenweberei beschäftigt, bis der Betrieb aufgelöst wurde. Seit 4,5 Jahren ist sie bei der Firma Blanke als Schererin tätig. Sie hat den Beruf nicht erlernt, sondern ist an der Schermaschine in 3 Wochen angelernt worden. Ihr Lohn beträgt 9 Mark in der Stunde.
Die Stränge werden geteilt, die Hälften durch die Einschnitte im Spanntuch geführt und festgebunden. Am Ende sind 24 Knoten am Spanntuch angeknüpft. Das Garn muss vorsichtig auseinandergezogen werden, damit es sich gleichmäßig aufwickeln kann. Meister Blank stellt jetzt auch die Schlichtmaschine an. Bei dieser hier im Betrieb eingesetzten Schlichtmaschine handelt es sich um ein älteres Modell einer Schervorrichtung für Jute aus den 20er Jahren. Sie ist mit einer Wanne zum Schlichten der Fäden ausgestattet. Das Schlichten bewirkt eine größere Festigkeit und Glätte des Garns, sodass es bei der Beanspruchung durch das Weben nicht so schnell reißt und sich leichter verarbeiten lässt. Früher wurde das Garn durch einen Brei aus Roggenmehl gezogen. Hier verwendet man eine leimartige Masse aus Kartoffelstärke. Inzwischen hat sich das Kettgarn fast vollständig auf den Kettbaum aufgewickelt. Letzte Aufgabe der Schererin ist es nun, alle Knoten des Kettanfangs unter die Garnlagen zu schieben. So kann sich das Garn beim Transport zum Webstuhl nicht mehr abwickeln oder verrutschen. Die Webstühle in der großen Halle stammen noch aus der Zeit um 1900. Die meisten sind für die Weberei von Leinen und Jutestoffen in einfacher Leinenbindung eingerichtet. Die mechanischen Webstühle arbeiten vom Prinzip her wie ein Handwebstuhl. Nur werden die einzelnen Abläufe automatisch koordiniert und ausgelöst. Die beiden Schäfte heben abwechselnd jeweils eine Hälfte des Kettgarns nach oben und bilden das Fach für den Schussfadendurchwurf. Das Schiffchen wird automatisch hin und her gestoßen und die Lade schlägt den Schussfaden an das Gewebe an. Der Weber legt eine Spule mit Schussgarn in ein Schiffchen ein, um es später ohne große Verzögerung gegen ein leeres austauschen zu können. Es ist an beiden Seiten mit Metallspitzen versehen. Damit fängt es die Wucht des Stoßes, den es durch die Schlagvorrichtung erhält, besser ab. Im Gegensatz zur Handweberei kann ein Weber im mechanisierten Betrieb
gleichzeitig 4 bis 6 Webstühle betreuen und überwachen. Der Weber holt sich einen Vorrat an Schussgarnspulen an der Spulmaschine ab. Die Spulmaschine, die von einem Arbeiter bedient wird, kann gleichzeitig 12 Schussspulen aufwickeln. Das auf großen Rollen von der Spinnerei gelieferte Garn wird auf kleinere Papphülsen umgespult. Durch den Einsatz solcher Schussspulautomaten seit den 50er Jahren ist die Handarbeit in der Spulerei fast ganz verschwunden. Der Vorgang läuft vollautomatisch ab. Je nach Bedarf können auf dieser Maschine gleichzeitig verschiedene Jute- und Leinengarnqualitäten gespult werden. In der Webhalle sind nur noch wenige Stühle im Betrieb, da die Produktion der Firma Blanke in Kürze eingestellt wird. Die Weiterführung des stark veralteten Betriebs lohnt sich nicht mehr. Solche Arbeitsplätze mit hoher Gesundheitsgefährdung durch Staub und Lärm gehören bald der Vergangenheit an. Wenn an einem Webstuhl die Kette abgewebt ist, löst die Weberin zunächst die Halterungen und entfernt die in das Fadenkreuz der Kette eingelegten Stecken. Jetzt schneidet sie die Kettfäden Strang für Strang ab und knotet sie zusammen. Während dieser Arbeit ist der Transmissionsantrieb auf Leerlauf gestellt. Der Kettenrest verbleibt in den Schäften. Wird anschließend ein Stoff von gleicher Qualität und Kettfadenanzahl gewebt, kann die neue Kette an die alte angedreht werden. Die Weberin schneidet nun vorsichtig mit einem Messer den fertigen Stoff vor der Weblade ab. Das Stoffende wickelt sie auf den Tuchbaum auf. Nachdem der Tuchbaum aus dem Webstuhl gehoben ist, bringt ihn ein Arbeiter mit der Sackkarre in die Warenschau. In der Warenschau bzw. Putzerei, einem typischen Frauenarbeitsplatz, wird das Gewebe auf Webfehler und Verschmutzungen kontrolliert und die Mängel, soweit wie möglich, behoben. Dabei ziehen die Arbeiterinnen die Stoffbahnen über große, schräge Schautische. Mit Pinzette und einem Metalldorn nehmen die Frauen falsch verwebte Fäden heraus und bessern unregelmäßige Stellen aus. Die monotone, im Stehen verrichtete Arbeit beansprucht vor allem die Augen und die Wirbelsäule.
Sie erfordert hohe Konzentration, da nicht ausgebesserte Webfehler Kundenreklamationen nach sich ziehen können. Aus der Warenschau kommt das Gewebe in die Appretur. Hier steht die große Kalandermaschine, in der gerade Jutestoff apprettiert wird. Die Stoffbahn durchläuft dabei ein Walzensystem. Die mit Wasserdampf aus dem Maschinenhaus geheizten Walzen glätten das Gewebe. Der Walzendruck kann dabei nach Bedarf eingestellt werden. Das geglättete und mit stärkeartigen Zusätzen imprägnierte Tuch legt sich am Ende der Maschine lose ab. Anschließend muss es gemessen und zu Ballen gewickelt werden. Über Transmission erhält auch die kleine Näherei der Firma Blanke ihren Antrieb. Es handelt sich um eine Sacknäherei, in der Jutesäcke hergestellt werden. Zurzeit ist nur noch eine Maschine in Betrieb. Die Arbeiterin näht blaue Kunststoffsäcke zur Dichtung in das Jutegewebe ein. Ihr Lohn beträgt dabei 6 Mark in der Stunde. Nähereien bildeten früher häufig separate, räumlich getrennte Abteilungen großer Firmen. Sie verarbeiteten die aus der Weberei kommenden Stoffe zu verschiedenen Textilien. Hier waren ausschließlich Frauen beschäftigt. Die Näherei der Firma Blanke ist dagegen mit im Websaal untergebracht. Der Produktionsablauf der Leinen- und Juteweberei Blanke endet mit dem Bedrucken der Ware. Ein Arbeiter versieht die genähten Jutesäcke mit einer vom Kunden gewünschten Aufschrift. Dabei benutzt er einen Druckstock. Es handelt sich um Säcke für Schweißpulver. Die Firma Blanke wird in Kürze ihre Produktion einstellen. Mit ihrer zum Teil aus der Jahrhundertwende stammenden Technologie ist sie nicht mehr konkurrenzfähig.